Servus, Jens. Servus, Mario. Pünktlich, pünktlich. So wie du bist. Eben. Oh, Ja, Haare geschnitten heute. nicht heute, nee, war schon vor ein paar Tagen. Ah. Corona-Sommer. Sehr gut. Hast du immer ausgehalten mit den langen Zotteln? Ja, so lang sind sie jetzt nicht mehr, also ja, musste irgendwann mal kurz werden und jetzt war ein guter Zeitpunkt. Muss das sein. Hallo an alle zusammen zu unserem Montag. Heute ein eher trauriger Anlass. Der Manu geht weg aus der Liqui Volley Handball Bundesliga. Mensch, hast du schon so ein bisschen begreifen können, was da passiert ist jetzt? Ja, gut, in den letzten Wochen hat man ja gezwungenermaßen viel Zeit gehabt, über einige Dinge nachzudenken. Und da hat man sich natürlich schon das ein oder andere Mal damit beschäftigt, dass tatsächlich das Spiel gegen Magdeburg das letzte gewesen sein könnte. Hat zwar insgeheim noch ein bisschen gehofft, aber eigentlich war klar, dass die Saison abgebrochen wird. Und dementsprechend habe ich mich jetzt schon ein Stück weit damit abgefunden. Ist natürlich nach wie vor schade, dass ich die letzten Spiele nicht noch genießen konnte. Bin mir da, ja, hat mich eigentlich noch drauf gefreut, zumal eine gute Rückrunde gespielt hatten, gut drauf waren. Und ja, ist zwar schade, aber ich hatte noch das ein oder andere Highlight da mit den Derby-Siegen in der Porsche Arena, die doch dann noch sehr präsent und in guter Erinnerung sind. Wenn du an Bundesliga denkst, man zwei Spiele verpasst aufgrund der Geburt deiner Kinder. Sonst alle Spiele gemacht. Ja, das ist echt unglaublich und das ja, ist manchmal selbst unvorstellbar, dass das tatsächlich jetzt alles so gut hingehauen hat und ja, man denkt an viele Sachen. Also da gibt es, glaube ich, nicht den einen Moment. Also ich kann mich zum Beispiel noch sehr, sehr gut erinnern an mein erstes Probetraining in Göppingen, als ich allerdings noch keinen Vertrag in Göppingen hatte. Ja, wo ich da als mit 20 oder 19 damals, glaube ich, sogar fühlte man sich ja schon noch ein bisschen als kleiner Junge dagegen, die gestandenen Bundesligaspieler anzukämpfen im Training, teilweise chancenlos gegen Lars-Henrik Walter oder wie sie damals hießen. Und ja, wenn man jetzt darüber nachdenkt, dass man dann tatsächlich 14 Jahre da selbst dann in der stärksten Liga der Welt mitspielen durfte, sage ich jetzt mal, oder ja, ein wichtiger Teil auch seiner Mannschaften sein konnte, ist das natürlich schon sehr, sehr schön. Und die ganz großen Erfolge dann letztlich noch mit den Europapokalsiegen, die stehen dann bei den Erinnerungen natürlich auch noch ganz weit oben, das ist klar. Aber insgesamt, ja, war es einfach eine fantastische Zeit. Also nicht nur jetzt sportlich gesehen, auch die Zeit natürlich, wo man ja viele Leute kennenlernen durfte, die man auch jetzt, denke ich, über die Karriere hinaus ja, weiter mitnimmt und die dann nicht irgendwie abrupt zu Ende sind, wie jetzt vielleicht eine Karriere in der Zeit, sondern ja, die Bekanntschaften, die man gemacht haben, sind natürlich was Besonderes und es bleibt über den Zeitraum hinweg. Ich habe auch nach wie vor in Göppingen viel Kontakt und das ist natürlich das Schöne, dass das dann auch nach wie vor bleibt. Alles klar. Kannst du dich noch an dein erstes Spiel erinnern? Ja, kann ich tatsächlich noch erinnern, weil das direkt ein Derby war gegen Barling damals. Das war nach dem Ausstieg von Balingen in der Hohenstaufenhalle damals und wir zum Glück gewonnen, aber wirklich viel gespielt habe ich damals noch nicht. Aber das war an dem Tag auch egal. Also ich stand zumindest auf der Platte, durfte direkt einen Derby-Sieg feiern und ja, war auf jeden Fall ein guter Einstieg in die Bundesliga-Karriere. Eigentlich ein gutes Alter, um die Handballschuhe in den Nagel zu hängen. Aber ich glaube, du kannst da nicht so ganz drüber sprechen, was passieren wird jetzt, oder? Ja, die Schuhe an den Nagel hängen, ich denke, das kann ich ausschließen. Dafür, ja, fühle ich mich noch zu fit und ich glaube, haben die Leistungen auch gepasst bislang. Deswegen, damit habe ich mich eigentlich nicht beschäftigt. Die Frage ist nur, ob ich vielleicht ein bisschen kürzer trete im Sinne von, ja, vielleicht dritte oder vierte Liga hier in der Region oder ob ich tatsächlich nochmal eine ganz neue Herausforderung mache oder wage. Und ja, da denke ich, würde ich ausschließen, dass ich innerhalb von Deutschland nochmal wechsle, wenn dann tatsächlich, das ist ein großer Traum von mir, doch nochmal im Ausland zu spielen. Ja, laufen momentan auch ein paar Gespräche und wenn dann da was richtig Gutes dabei sein sollte, was uns sowohl sportlich als auch privat zusagt, dann haben wir da schon richtig Lust drauf und das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja, also das war tatsächlich jetzt ein guter Zeitpunkt, wie du schon gesagt hast, Vanessa noch zu Hause, die Kinder noch nicht so extrem gebunden an ihre Freundschaften. Somit könnten wir es nochmal versuchen, ein, zwei Jahre irgendwo anders hinzugehen. Wir werden sehen, was jetzt natürlich die Zeit ein bisschen schwierig gerade aktuell. Da sind einige Gespräche auch ein bisschen in Stocken geraten. Das ist klar, gibt es momentan erstmal Wichtigeres, aber
ja, bis zum Start der neuen Saison ist ja noch ein bisschen hin und ich bin optimistisch, dass sich da noch was Gutes finden lässt. Was sind so die Gedanken für nach der Karriere? Könntest du vielleicht auch mal Handballmanager oder Trainer sein? Ja, ich muss tatsächlich sagen, so eng ich mit dem Handball mein ganzes Leben verbunden bin und wahrscheinlich auch immer bleiben werde, aber ich sehe meinen Hauptjob tatsächlich nach der Karriere nicht unbedingt im Handball. Also ich habe jetzt auch gemerkt, während im Studium und auch jetzt bei meinem Praktikum bei Kärcher festgestellt, dass ich schon auch noch Lust habe, mal neue Einblicke zu bekommen und nochmal was, ja, was ganz anderes zu machen. Deswegen, ich würde es nicht ausschließen. Also ich ja, bin parallel auch ein bisschen Trainer gewesen, immer bei Jugendmannschaften. Deswegen, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich kann mir das auch gut vorstellen, weiterhin, aber ich glaube nicht professionell, sondern dann so, ja, zusätzlich vielleicht noch irgendwie auf einem ganz hohen Niveau. Aber ja, ich sehe mich dann vielleicht doch schon ein bisschen in anderen Bereichen, um einfach auch nochmal seinen Horizont ein bisschen zu erweitern und was anderes zu sehen. Ne? Wir haben auch aufgefordert, dir Fragen zu stellen. Eine Frage kam da schon, neben wem du in der Kabine sitzt zum Beispiel oder saßt jetzt hier beim TVB. Da waren meine Sitznachbarn, haben tatsächlich ab und zu auch mal gewechselt aufgrund von Verletzungen. Da waren wir ja nicht ganz so unverschont beim TVB. Aber Ja. ein Spieler, der immer fix neben mir war, war der Dominik Weiß. Und auf der anderen Seite muss ich gerade mal überlegen, weil wir auch teilweise Porsche Arena, Schach Arena, Bittenfeld. Also es hat auch bei Spielen und Training ist immer jemand anderes. Deswegen, ja, beim Spiel saß dann noch teilweise der David Schmidt neben mir. Ja. Hier kommt eine Frage rein, was dein coolstes Erlebnis während den 3 Jahren beim TVB war? Coolstes Erlebnis. Schwierig, ich denke, wir hatten ganz, ja, es waren abwechslungsreiche Jahre, sage ich mal, obwohl es jetzt in Anführungszeichen vielleicht nur 3 Jahre waren, aber durch den ganzen Umbruch, der jetzt dieses Jahr natürlich auch extrem spannend war mit so viel neuen Spielern dazu, war das natürlich schon, ja, auch für mich nochmal was ganz Neues, mit so vielen neuen Spielern auf einmal zusammen zu spielen. Und ich denke, man hat da auch eine schöne Entwicklung sehen können von Beginn jetzt, wie es am Ende dann aussah. Und ich denke, mit dem 12. Platz letztlich, auch wenn es leider nicht ganz zum Schluss war, also in dieser Saison abgebrochen wurde, aber das beste Ergebnis der Vereinsgeschichte. Und ich denke, das ist zumindest dann schon ein schöner Abschluss. Und waren ja dann doch auch jetzt in der Rückrunde, wie schon angesprochen, die Derby-Siege dann nochmal an der Porsche Arena gegen Göppingen und Balingen. Das sind mit Sicherheit zwei schöne Erinnerungen, die auch ja, hängen bleiben werden. Jogi kam jetzt nochmal in die Nationalmannschaft. Du warst auch viele Jahre Nationalmannschaft. Wirst du sagen, das ist so auch mit deinem Karriere-Highlight, die Berufungen und die Spiele in der Nationalmannschaft, natürlich neben den Pokalerfolgen mit Frischauf? Ja, ich muss tatsächlich sagen, dass so ein Länderspiel ist natürlich schon immer nochmal was richtig Besonderes. Letztlich hat es für mich, auch obwohl ich tatsächlich bei 3 verschiedenen Bundestrainern und über einen langen Zeitraum, aber ich war halt oft nie ganz konstant dabei. Und somit habe ich auch nur ein Turnier gespielt bei der EM 2010 in Österreich. Aber trotz allem jedes Länderspiel und es ist auch egal, ob das jetzt ein Turnier oder auch ein Freundschaftsspiel, wenn man dann die Hymne hört und so, das ist natürlich schon immer was Besonderes. Und ich glaube, egal in welcher Sportart, jedes kleine Kind, das Sport betreibt, träumt mal davon, für die eigene Nationalmannschaft zu spielen. Und somit war das mit Sicherheit schon immer ein Highlight. Also klar, die ersten Spiele ganz besonders natürlich, wenn man dann wirklich zum ersten Mal, und es waren ja noch zu Zeiten damals mit Heiner Brandt und wo dann auch ja gar nicht so lang nach dem WM-Gewinn auch in Deutschland, wo ja schon ein riesen Stimmung damals überall war. Und es war auf jeden Fall, ja, rückblickend auch sehr schöne Spiele, klar. Wenn du jetzt auf die 14 Jahre auch 11 davon in Göppingen zurückblickst, sind Freundschaften jetzt auch geblieben in der Zeit? Also man muss natürlich schon sagen, dadurch, dass ich immer hier in meiner Heimatregion bislang gespielt habe, hat man natürlich seinen Freundeskreis behalten. Also ich war nicht gezwungen, irgendwie meine langjährigen Freundschaften so ein Stück weit aufzugeben und mir irgendwie ja neue Freunde zu suchen, nenne ich es jetzt mal. Also man war immer in der gleichen Region. Ich habe quasi meine besten Freunde von klein auf mittlerweile. Deswegen, es sind Freundschaften entstanden, aber natürlich über die Jahre, wenn man ständig wechselnde Teamkollegen hat, ist es schwierig, mit allen jetzt einen dauerhaften
Kontakt zu haben, weil das ist klar, da hält man so viele Leute, dann ist man ständig beschäftigt mit, ja, mit dem Kontakt zu halten. Man hat einige, sage ich mal, Spiele, mit denen man nach wie vor, mit denen ich auch guten Kontakt habe und nach wie vor in Urlaub gehe und so weiter. Aber natürlich kann man das jetzt nicht, ja. Zum Beispiel? Wir haben sehr gute Kontakte zum Beispiel zur Familie Lobedank oder auch zur Familie Kaufmann, Marinovic zum Beispiel, Nikola Marinovic, klar, mit allen, den ich viele, viele Jahre zusammengespielt habe, Michael Schweikert. Ja, also es gibt da schon einige, mit denen man sehr guten Kontakt hat, aber natürlich über die Jahre verliert sich auch der ein oder andere da ein bisschen aus dem Blick. Klar, wenn wir weiterziehen oder vielleicht zum anderen Verein wechseln, ist es natürlich ein bisschen schwierig. Und oft hängt es dann auch ein bisschen davon ab, als Familie, klar, wo man in Summe dann auch zusammen einen guten Kontakt hat. Ja. Was hat sich so am meisten verändert? Man war ja auch jetzt eine brutale Entwicklung in den letzten Jahren. Beispielsweise, wir kommunizieren jetzt über unser Smartphone als Instagram Live. Das war vor 14 Jahren undenkbar. Also Smartphone gab es, glaube ich, auch noch nicht zum ersten Bundesligaspiel. Da hat man noch richtig getippt. Ja, also es ist, glaube ich, wenn man jetzt, man müsste tatsächlich dann nochmal das erste Spiel, glaube ich, verfolgen und das letzte. So mal in der Zeit, wo man dabei ist, wenn dann ist ja alles so eine schleichende Entwicklung, dann nimmt man vieles, glaube ich, nicht mehr so extrem wahr. Das ist schon so. Aber klar, jetzt auch zuletzt nochmal mit Sky und natürlich auch mit den ganzen sozialen Medien hat sich dahingehend die Aufmerksamkeit und die Information rund um Handball natürlich schon stark verändert. Also ich kann mich erinnern, in meinem ersten Bundesliga-Jahr, wo man dann klar, hat man natürlich ständig dann noch Nachfragen bekommen, wie das Spiel denn war, wie es lief, weil da gab es maximal mal einen Live-Ticker, aber es war natürlich schon deutlich schwieriger, sich irgendwelche Informationen über das Spiel herzuleiten. Jetzt quasi, wenn ich Spielfeld verlasse, dann weiß eh schon jeder, den es interessiert, wie das Spiel gelaufen ist und dann weiß vielleicht sogar schon mehr als ich, weil er noch Zeitlupen gesehen hat, etc. Berichte gelesen hat. Also ich glaube, da muss dann keiner mehr fragen, Mensch, wie hast du eigentlich gespielt oder wie ging es aus oder wie war das Spiel? Also mittlerweile durch die ganzen Medien ist dann natürlich jeder, den es interessiert, bestens informiert, auf jeden Fall. Da kam die Frage noch nach Musik auf. Wer ist bei euch der DJ in der Kabine und was hört er da für Musik? Oder wenn du das sagen hättest, was würdest du für Musik auflegen? Okay, unser Kabinen-DJ ist der Max Häfner und ja, es hängt immer stark, die Musikauswahl ist immer stark gekoppelt an die Spielergebnisse. Deswegen, also vor dem Spiel ist es eigentlich immer so ein Standardprogramm, da kommt jeder so ein bisschen was ihn motiviert dann oder heiß macht fürs Spiel. Und nach dem Spiel, also bei Sieg, standen dann immer die Mallorca-Hits ganz hoch im Kurs und ansonsten eher was Ruhigeres. Ja, gut, aber also gegen die Mallorca-Hits nach einem Sieg habe ich mich jetzt auch nie gewehrt, das passt dann schon. Wie sieht es jetzt im Moment für dich aus? Trainierst du jetzt gerade noch? Meine, die Bundesliga wurde abgebrochen, das haben wir ja schon kurz gestreift, thematisiert. Keiner weiß, wann es wo für dich weitergeht aktuell. Wie bleibst du fit? Was machst du? Ja, also man hängt jetzt tatsächlich ein bisschen in der Luft, weil man ja nicht so richtig weiß, wann und wie es weitergeht. Aber klar, wenn man es natürlich gewohnt ist, ein- bis zweimal am Tag Sport zu machen, dann ja, dann hält man es auch nicht aus, jetzt so einen langen Zeitraum ohne Sport. Deswegen, mir fehlt zwar natürlich die Abwechslung, weil außer Laufen und Krafttraining bleibt gerade nicht viel übrig. Also ich habe mir in meinem Keller, das hatte ich schon länger mal vor, auch für die Zeit nach der Karriere, so ein kleines Home-Gym einzurichten. Jetzt war es natürlich ein guter Anlass und habe das auch getan und macht auch viel Spaß, da im Keller ein bisschen zu pumpen. Aber klar, wenn man auf Dauer jetzt über Wochen hinweg nur laufen und pumpen als gewohnter Mannschaftssportler und Ballsportler, ist das natürlich irgendwann schon ein bisschen öde. Und ja, ich freue mich auf den Tag, wo ich dann mal wieder mit Teamkollegen oder sei es mal gegen irgendjemand anderen Tennis spielen oder ich weiß, es gibt so viele andere Ballsportarten, die ich gerne mache, aber Hauptsache mal wieder was anderes. Das wird schon schön. Ja. So, und dann kam noch die Frage auf, warst du immer Kreisläufer und defensiv Mitte oder gab es auch mal den Rückraum links oder links außen? Haben wir ja ab und zu mal, schon mal gesehen. Jetzt auf meine alten Tage nochmal eine ganz neue Position auf links außen, weil die hatte ich bisher noch nie inne. Also ich muss sagen, ich war schon, bin in der Jugend als Torhüter gestartet. Tatsächlich dann lang, weil ich in der Jugend noch relativ klein war. Also bis zur C-Jugend war ich einer der kleinsten. Auf Mitte gespielt.
dann auch lang im Rückraum, eigentlich bis zu meinem ersten Jahr bei den Aktiven. Und dann erst in Neuhausen damals mit 18 eigentlich an den Kreis gewechselt. Und ja, war, glaube ich, auch letztlich die richtige Entscheidung. Ich glaube nicht, dass ich es auf einer anderen Position auch so weit gebracht hätte. Vom Rückraum beispielsweise hätte mir womöglich die Sprungkraft gefehlt, vielleicht auch die Wurfkraft, ich weiß nicht, oder noch andere Dinge. Also ja, mein Trainer damals in Neuhausen, der Markus Locher, der hat ein ganz gutes Gespür dafür, glaube ich, auf welcher Position ich am besten aufgehoben bin. Und rückblickend war das mit Sicherheit auch nicht ganz so verkehrt, diese Entscheidung. Für alle Kreisläufer, die uns zuschauen oder mal Kreisläufer werden möchten, auf was kommt es speziell an bei der Position? Ja, gut, es gibt natürlich ganz unterschiedliche Kreisläufertypen. Also es gibt die kleineren, kräftigeren, die dann viel damit leben, dass sie ihre Sperre ganz lange halten können. Ich glaube, ich bin vielleicht durch die Zeit auch, dass ich meinen Rückraum gespielt habe, glaube ich, dass ich ein ganz gutes Gefühl oder Gespür für bestimmte Situationen habe, wo man dann vielleicht auch mal nachlaufen kann oder in die Lücke laufen kann. Also ja, das kann man nicht so pauschal sagen. Ich glaube, da muss jeder auch so für sich ein Spiel entwickeln, das gut zu seinen körperlichen Voraussetzungen oder zu seinen Eigenschaften passt. Und ich glaube, ja, tatsächlich, also wenn man so die auch in der Weltspitze oder in der Bundesliga die Kreisläufer anguckt, es gibt ganz unterschiedliche Typen an Kreisläufer, deswegen kann man das gar nicht so sagen. Man muss jetzt 2 Meter sein oder man muss 115 Kilo wiegen, also da gibt es unterschiedliche Typen. Aber um nochmal bei den Spielern zu bleiben, vielleicht abschließend da nochmal die Frage, extrem profitiert ein Kreisläufer ja auch von den Spielmachern, von den Mittelmännern. Was war so der Mitspieler von dir, der dich am besten versorgt hat mit Anspielen an den Kreis? Ich glaube, also wer überragenden Kreisläufer zusammenspielt, ist natürlich der Michael Schweikert, das ist klar. Jetzt haben wir aber damals in Göppingen nicht mehr allzu lang zusammengespielt. Und in Stuttgart kam ich dann, wie gesagt, schon vermehrt in der Abwehr zum Einsatz. Deswegen glaube ich, war tatsächlich der Spieler, mit dem ich über die Jahre am meisten dann auch im Angriff gespielt habe, war auch mit Mimi zusammen, also der auch einen guten Blick für den Kreisläufer hat. Wobei die zwei würde ich jetzt schon nennen, dass die vielleicht so mir die meisten Assists aufgelegt haben, weil ja erstens länger über einen längeren Zeitraum mit beiden zusammengespielt und weil sie beide auch ein gutes Gefühl haben. Natürlich auf eine andere Art und Weise. Michael ist ja eh sehr, sehr ja, Spieler, der auf die anderen schaut. Klar, der vielleicht weniger den eigenen Torwurf sucht, sondern mehr seine Mitspieler in Szene setzt. Und der Mimi ist so torgefährlich, dass dann oftmals zwei rausstürmen und er einen freien Mann im Kreis sieht. Also ich denke, das haben die beiden schon exzellent gemacht.